weltlicheren Sinne. Unter dem Motto, was Apfelsaft mit 3D-Druckern verbindet, wird euch Flo der Dritte und Hansa die nächsten 30 Minuten lang was vorstellen. Viel Spaß. Genau. Ich hoffe, wir kommen einigermaßen hin mit der Zeit. Ich habe es jetzt gar nicht gestoppt gehabt. Kriegen wir. Genau. Hintergrund des Talks ist, ich komme aus dem Jugendzentrum in Crailsheim. Das ist unser wunderschönes Gebäude. Wir haben da einen Hackspace drin, wir haben da einen Kneipenraum drin, wir haben eine Holzwerkstatt, wir haben ein Kunstcafé. Und das Gebäude ist gerade geschlossen wegen Brandstiftung. Wir sind noch am Renovieren. Genau, wir finanzieren uns zu großen Teilen aus der Landschaftspflege. Also wir gehen raus und mähen Streuobstwiesen. Und da kommen wir nicht umhin, die schönen Äpfel auch ab und zu ernten. Da haben wir mal wieder eine Tonne gesammelt. Die geben wir zur Mosterei und lassen sie abfüllen in Apfelsaft-Bags. Das sind so 5-Liter-Bags. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Gibt es auch in 3-Liter und gab auch 10-Liter. Genau. Und normalerweise werden die dann von der Mosterei einem übergeben in diesen Pappkartons. Die sind wiederverwendbar, also man kann die aufmachen, Bag, leeren Bag raus, vollen Bag rein und wiederverwenden. Aber nach ein paar Zyklen ist es der Kiste anzumerken und dann wirft man sie weg. Und Nachhaltigkeitsgedanke ist bei uns auch groß und darum dachte ich, vielleicht gibt es ja was Schöneres. Bin mal durch den Baumarkt gezogen und habe diese Kiste gefunden, die witzigerweise ein Fassungsvermögen von genau 5 Litern hat, wo tatsächlich ein Bag reinpasst. Jetzt wäre es doch nur schön, zumachen kann man sie natürlich auch, also passt wirklich in den Deckel auch noch rein. Die hat an den Seiten so Handgriffe und jetzt wäre es schön, diese Handgriffe zu erweitern, sodass sie das Ventil von diesem Bag halten können. Und wie macht man das jetzt? Und da kommt eben die Oberfräse ins Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das Werkzeug kennen. Ich kannte es lange nicht. Seitdem ich es kenne, liebe ich es. Es ist ein super Werkzeug. Man kann tolle Sachen mitmachen. Man hat eben hier unten diesen Frästisch und hier zwei ausziehbare Stelzen. Mit denen kann man die Tiefe, die der Fräser aus dem Tisch herausschaut, quasi definieren. Und das, was jetzt hier eingespannt ist, ist ein zweihandgeführter Fräser, der wird dann über das Werkstück bewegt und in dem Fall jetzt eben anhand einer Schablone. Und zwar sind das Anlauffräser, also die haben hier Kugellager, einmal oben, einmal unten und das hier ist der Frästeil. Und man kann jetzt durch die Einspanntiefe und die Ausfahrlänge aus dem Frästisch kann man definieren, wie weit ins Material gegangen wird, beziehungsweise auch wo der Anlauffräser quasi nicht schneidet und eben an der Schablone entlangläuft. Und genau, mit so einem Anlauffräser kann man eben diese Ventilaussparung machen. Was ich da getan habe, ich habe einen alten Bag verwendet, das ist ein gebrauchtes Ventil, habe das abgeschnitten, habe da die Maße genommen und habe mich dann auf den Weg gemacht, eine Schablone zu designen, was nicht ganz einfach war, weil ich brauche ja eben genau diese Radien. Das heißt, ich bin wirklich durch den Keller gezogen und habe nach Teilen gesucht, mit denen ich mir so eine Schablone erzeugen kann, was nicht ganz ohne war. Ich habe es dann allerdings hingekriegt. Das ist jetzt eben aus hier diese Siebdruckplatte herausgeschnittene Aussparung der Schablone. Hier mit Gummiringen, das sind, weiß nicht, wer das kennt, das sind alte Fahrradschläuche, schmeißt die nicht weg, schneidet die in Stücke und dann könnt ihr die als Gummis für Kabel perfekt, die altern nicht, die könnt ihr verwenden bis in alle Ewigkeit. Super langlebig und eben auch gut, um diese Schablone, jetzt habe ich mich verklickt, vor dem Verrutschen zu sichern, was genau hier benötigt wird. Und zwar ist das jetzt hier die aufgeklappte Kiste. Ich habe hier die Schablone mit meinen Gummiringen. Und ich habe hier so hart Schaumstoff, der einfach da reingepresst wird, der jetzt quasi da Druck erzeugt gegen die eine Wand der Kiste. Und mit dieser verklemmten Schablone kann ich jetzt eben von oben die Oberfräse ansetzen, in den Handgriff rein und
die Aussparung für das Ventil fräsen. In nah sieht das so aus, also hier jetzt das Kugellager, das an der Schablone hier, das die Siebdruckplatte entlang läuft und oben, das ist die Kiste, hier diese Aussparung vornimmt. Fertig sieht es dann so aus. Genau, dann wird das rausgenommen und mit Apfelsaftbag, also man sieht es, es funktioniert. Jetzt ist es nur so, wenn der Bag voll ist, ist es überhaupt gar kein Thema. Da fließt es da schön raus, aber wenn jetzt hier der Füllstand sinkt, möchte man natürlich dann nicht den Bag mit einem Drittel Füllstand noch wegschmeißen, sondern es ginge dann darum, diese Kiste schräg zu stellen. Und das sieht natürlich nicht so toll aus. Das macht man mit diesen Apfelsaftbags, also die Pappkartons, die werden so schräg gestellt in der Regel, sodass ich mir dann gedacht habe, okay, muss auch schöner gehen. Und zwar, meine Lösung war dann, ich möchte möglichst wenig zusätzliche Bauteile, die Kiste soll gerade bleiben, doppelter Boden. Heißt, ich habe hier nochmal so eine dünne Schrankrückwand, also nichts Außergewöhnliches, mit auch wieder einer speziellen Kontur, die hier in diese Ausfräsung im Boden dann quasi reinstellt sich und so eine Schräge bildet, wo dann der Apfelsaft schön ablaufen kann, hat man wesentlich mehr, also ein Glas circa bleibt noch in der Kiste zurück, aber das kann man ja dann händisch rausdrücken. Genau. Ohne den doppelten Boden sieht jetzt die Kiste so aus. Ich habe hier vorne, wo ich eben den doppelten Boden reinstelle und hier hinten, dass ich den Bag nicht rausnehmen muss, um den doppelten Boden schräg zu stellen, sondern ich kann einfach von unten durch diesen Handgriff reinlangen und die Schräge nach oben drücken. Ich habe hier auch Exemplare dabei. Ihr könnt es dann selber mal testen, wenn ihr wollt, später. Genau. Dieser doppelte Boden wird bei vollem Bag einfach in die Kiste unten reingelegt, liegt dann flach. Diese 3 mm stören nicht, da passt auch noch 5 Liter mäßig da rein. Genau. Wie habe ich jetzt da die Schablone gemacht? Einfach aus Holzlättchen. Die habe ich zusammengetackert und dann eben so ausgefräst, was hier jetzt das Problem war. Und da darf jetzt der Flo weiterreden, wie eben diese. Also man hat es gesehen, die Ventilausfräsung ging eben über diese Hartschaumstoffklemme. Und jetzt allerdings, weil ich da auf dem Rücken der Kiste arbeite und da nicht so die Möglichkeiten habe, ging es da jetzt noch drum, wie kann ich das jetzt festmachen. Aber wie gesagt, das darf jetzt Flo weitermachen. Ja, hallo. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie man eine Schablone 2.0 designen kann, als 3D-Druckteil, einfach, dass man es schön darstellen kann. Und da war die erste Idee mit der Befestigungslösung, ja, wir gehen hin und klammern das fest. Das haben wir an diesem doppelten Boden, sieht man das jetzt so, das mit Schraubzwingen festgemacht. Aber das hat uns noch nicht so ganz zufriedengestellt. Wir wollten was Besseres. Haben dann lang überlegt und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten das ja aber auch ansaugen, also mit Vakuum praktisch wie so einen Saugnapf festmachen. Die Idee wurde dann weitergesponnen. Wir nehmen einen Staubsauger und einen Nasensaugadapter. Und der hält das dann schon fest. So soll das Teil nachher aussehen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe da erstmal den Grundkörper konstruiert, extrudiert, ein bisschen abgerundet, dass es schön aussieht und dass wir in die Ecken richtig reinkommen. Dann Kanäle rein konstruiert, die dann, wo die Luft praktisch rausgesaugt werden kann. Da geht es darum, dass die möglichst großflächig weggenommen werden, also dass ich möglichst viel Fläche verwende, auf die das Vakuum wirkt, dass ich, weil an dem Vakuum selber kann ich nichts machen, der Druck ist konstant und deswegen, wenn ich mehr Fläche habe, mehr Umf und zieht mehr, hält besser fest. Ja, ein Loch zum den Schlauch reinmachen. Und dann ist das eigentlich schon fertig so. Dann kam das, ja genau, die Dichtung braucht man auch noch. Die erste habe ich von Hand geschnitten, was sich ziemlich schwierig rausgestellt hat.
aber wir haben hier im Hackspace einen Lasercutter und da habe ich das Ganze als SVG exportiert und habe es dann auf dem Lasercutter geschnitten. So sieht das Ganze dann aus. Wird in den Boden reingelegt und es ist genauso dick, dass man mit der Oberfräse dann drüber fahren kann, ohne dass praktisch das in die Aussparung der Kiste einsinkt. Ja, und an dem Teil wird halt der Staubsauger angeschlossen. Und ja, das musste ein bisschen erweitert werden, dass der Schlauch richtig reinpasst. Das hat nicht ganz hundertprozentig gepasst, aber wir haben es hingekriegt. Und das ist die Schablone 1.0 und daraus ist dann Schablone 2.0 geworden. Und ich habe es sogar geschafft, auf Printables hochzuladen. Wenn es jemand interessiert, könnt das da als Beispiel nehmen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt genau die Anwendung, dass ihr dafür die Anwendung habt, genau die gleiche. Aber als Idee, es funktioniert anscheinend sehr gut. Johannes hat es ausprobiert. Ja. Genau. Ihr könnt mich alle hier kontaktieren und Johannes. Ja. Genau, also dass es geht irgendwie. Mit dem Ansaugdruck waren wir uns fast sicher, aber erst der Versuch hat es dann halt wirklich gebracht. Es gab auch eben zwischen uns die Diskussion, muss jetzt möglichst viel Moosgummifläche sein, um möglichst große Haftreibung zu erzeugen, oder muss die möglichst klein sein, um möglichst viel Flächendruck eben zu kriegen. Klein war dann letztendlich das Bessere. Und auch der Ansaugdruck eben, wie stark kann das sein? Braucht man eine Venturi-Düse? Reicht ein handelsüblicher Staubsauger? Es reicht ein handelsüblicher Staubsauger. Ich glaube, es ist auch einer da. Wir können gerne das später auch mal testen, also wenn er das anlangen will. Noch kurz zu dem Nasensauger. Also das ist, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, wenn man Kinder hat irgendwie, wenn die noch nicht die Nase schneuzen können, dann gibt es so einen, wirklich den Aufsatz für den Staubsauger. Und da, also es gibt so Pumpen, das sind so Bälle, die drückt man zusammen, aber die können halt immer nur kurz machen. Und mit diesem Sauger kann man halt stundenlang, wenn man Lust hat, da saugen. Wie? Da, ja, also die Kinder haben sich nicht beschwert. Sie haben sich gefreut, dass sie danach wieder atmen konnten. Genau. Das Prinzip funktioniert super. Ich habe 10 Kisten gehabt, habe die nebeneinander hingestellt, bin mit Schablone von einem zum nächsten gegangen, habe immer zwischendurch abgeblasen natürlich, aber so bisher keine Probleme gesehen. Und ich denke einfach, diese Ansaugtechnik, darum ging es eigentlich, die mal kundzutun, gerade mit dem 3D-Drucker ist halt wahrscheinlich eine sehr coole Sache. Und eben, wer die Oberfräse nicht kennt, schaut es euch mal an, ist geil. Also ich habe es hier auch dabei. Genau. Wir haben eine Frage. Haben wir eine? Den interessanten Talk. Ja, gibt es denn Fragen? Ja. Genau, ich habe das auch schon mehrfach 3D gedruckte Schablonen zum Ausfräsen genutzt, nicht mit so einer coolen Unterdrucklösung, sondern einfach mit dem guten alten Klebeband, aber was ich dann zumindest bei stärkeren Materialien relativ schnell als Problem hatte, ist, dass es heiß wird beim Fräsen und sich die Schablone verzieht. Habt ihr das bei dem dünnen Material das Problem auch gehabt oder läuft das problemlos? Also PLA geht gar nicht, PLA läuft quasi weg, PETG geht einigermaßen. Also der Boden ist zugegeben 3 mm stark, ja. Da ist nicht lang zu fräsen. Ich muss auch gestehen, die Front, wo das Ventil reingeht, habe ich bisher nur mit meiner Siebdruckplattenform gemacht. Das ist das stärkere Material, geschätzt 8 mm. Da habe ich die noch gar nicht verwendet. Wer es bemerkt hat, die hat auch einen Konstruktionsfehler. Weil wenn ich jetzt hier sauge und ich habe ja da den Handgriff schon drin, dann saugt es halt an der Seite vorbei. Da gibt es nochmal eine Version 3.0 dann. Kann ich so noch nichts drüber sagen. Mit den 3 mm war es absolut problemlos. Ich würde da wahrscheinlich empfehlen, ja, gar noch nicht an die Schablone anzufahren, sondern mal noch so mit ein paar Millimeter Abstand dran vorbeizuziehen und dann erst den finalen Schablonenschliff am Ende zu machen.
Ja, du musst doch sowieso nur den finalen machen, wenn du keine Tasche fräst, sondern ein Loch. Du musst doch sowieso nur einmal außen rum. Ja, nee, also mit dem Ventil, da ist es ja schon, dass mein Fräser kleiner ist als das Loch. Ich habe dann, ja. Du musst die Mitte nicht ausfräsen. Ja, ist ja egal. Alles gut. Genau, würde mich mal interessieren, weil ich, vielleicht kühlt ja auch, nee, wobei es läuft ja keine Luft. Also das war nämlich gerade die Überlegung, ob es irgendwie kühlt, aber es saugt ja nur. Ja. Nee, total spannend. Ich frage Flo da nochmal genauer. Genau. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Unklarheiten? Gut, dann nochmal vielen Dank für den interessanten Talk. Thank you.